Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss da noch mal ein bisschen richten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin die Toffina und ich habe einen Marathon hinter mir, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe eine ganz leichte Blasenentzündung, woher das auch immer kommt, keine Ahnung. Ich habe Medikamente jetzt geholt, alles, und ist alles in trockenen Tüchern, aber trotzdem, man fragt sich, what the fuck, wo kommt das her? Ich habe nicht auf den kalten Boden gesessen oder sonst irgendwas großartig gemacht. Also, naja, wie dem auch sei. Aber warum ich dieses Video heute mache, ich habe mir was gegönnt. Weil bei so viel Rennerei und bei Ärzten, was überhaupt nicht geplant war, na, das kommt ja immer unverhofft, kommt oft, habe ich mir was gegönnt. Ich wollte mir eine Schokolade kaufen, dachte ich so, nee, Schokolade macht dick. Ne, meine Frisur ist auch sehr schön. Das Haarspray drin und der Wind hat dann alles durcheinander gemacht. Es ist sehr windig, es tut mir leid. Ich bin der Wuschelkopf. ich habe mir etwas gegönnt. Auf der Bank war ich auch und dann habe ich gesagt, so, jetzt tust du's. Ne? Es kommt demnächst auch nochmal eine andere Figur. Ich habe gesagt, ich möchte mir auch Iron Man kaufen, dazu später mehr. Ich habe mir den Skeletor aus der He-Man 21-Reihe geholt. Ist das richtig, Onkel Retro? Ich weiß genau, dass du zuguckst. Schreib das mal bitte in die Kommentare. Ist das richtig, was ich hier erzähle? Ist das richtig, was ich hier erzähle? Genau. Skeletor. Ja, ich habe es mir selbst gekauft. Sieht man hier. So. Ich musste mir einfach mal was kaufen. Wir hatten auch den He-Man, den man hier sieht. Also die Sachen, die hier beworben werden, hier, die waren auch noch da. Genau. Dann packen wir den guten He-Man, wollte ich jetzt sagen. Dann packen wir den guten Skeletor, den guten bösen Skeletor mal aus. Na, sag mal. So. Karton. Den Karton kann man sehr gut öffnen. Dementsprechend kann man ihn auch verwahren. Na, wenn er denn wieder zugehen würde. Toffina ist zu blöd, einen Karton zu schließen. So. Na, dann kann man den hier irgendwo hinstellen oder andersrum hinstellen oder was auch immer. Den lasse ich jetzt da. Hier haben wir den Kandidaten nochmal. Genau. Ein sehr muskulöser Skeletor. Der sieht aus wie so ein richtiger Schurke. Man ist er ja auch, ne? So, jetzt kommt es drauf an, die Sachen hier alle richtig loszumachen. Hier mit den ganzen Pinöppeln hier. Natürlich macht man das sehr liebevoll. Wie der gute Retro, das, Retro Stardust das auch immer macht. Na komm schon. Er weigert sich. So. Haha, ich hab den Widderstab. Ich verzauber euch alle. So, kann ich dich jetzt hier rausnehmen? Nein, du bist immer noch fest. Wo bist du denn immer noch fest? Da bist du noch fest. Autsch. Fletscht mir das Ding hier einfach an den Arm. Auch gut. So, das Ding ist jetzt leer. Wohin genau? So. Jetzt ist mir hier irgendwas hier runtergefallen. Das muss ich natürlich direkt aufnehmen, aufheben. Nicht, dass ich nachher da irgendwie, ne? Das machen wir wieder zu hier, sonst wird es gefährlich. Ja. Ich zeige euch den mal jetzt hier, den Kollegen. Ich bin Skeletor. Ja, für diesen Herren hier müsste man eigentlich eine andere Stimme haben, weil der sieht schon ein bisschen brutaler aus und dann müsste man eigentlich eine ganz andere Stimme machen. Mit seiner Skeletthand hier. Ich bin Skeletor von Snake Mountain. So, genau.
Sehr schön. Dann hau ich den mal hier den. Der gefällt mir. Den gibt es ja auch von Mega Construct, ne? Hier diesen Schäferstab. Alles klar. Nein, diesen Stab hier, diesen Widderstab. Du nimmst ihn jetzt in die Hand, Skeletor, ob du willst oder nicht. So. Das ist sehr schön. Ich muss alles anfassen. So. Sehr schön, ne? Also die Beine kann man so ein bisschen bewegen. Hier so. Hey, der kann dir den Kasachok machen. Ne, hier die Arme kann man so ein bisschen drehen. Sein Oberkörper kann man so ein bisschen nach links und rechts drehen, auf jeden Fall. Ich bin Skeletor und ich werde euch alle verzaubern. So. So sieht er dann von hinten aus. Genau. Der hat Füße so ein bisschen wie ein Troll, muss ich sagen. Wie von World of Warcraft, wie so ein Troll hat er die Füße. Ne, also das hier oben, das ist alles so ein Gummi irgendwie, so gummiartig. Das kannst du ganz leicht reindrücken, ne? Genau. Auch hier vorne der Waffenrock, den kannst du hier auch so ein bisschen wegbiegen. Kannst du unter dem Waffenrock gucken, dem Skeletor. Genau. Das ist jetzt der Skeletor. Das ist der Skeletor. Kannst du auch stehen? Er kann aber einen Spagat machen, auf jeden Fall. Yay! So, kannst du stehen? Ach, das seht ihr gar nicht. Da, er kann stehen. Fragt sich nur, wie lange, bis ich an den Tisch komme und dran stoße. So, genau. Das ist das. Wie gesagt, ich mache noch bald ein anderes Video, so im November. Ich schätze jetzt mal so Mitte November. Ich kaufe mir einen Iron Man, aber nicht so einen normalen Iron Man, sondern schon etwas aufwertiger. Ein bisschen, naja, ich will nicht so viel verraten. Aber das wird auf jeden Fall cool. Und ja, dann sage ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr seht schon wieder dieses komische. Diese Dinger hier, ne? Das ist, ja. Was sagt ihr zu der 21er-Serie? Also, mir gefallen nicht alle Figuren. Den fand ich irgendwie cool. Jetzt, der stand da so und hat mich angeguckt. Der stand direkt vorne, direkt im Regal. Den He-Man, den finde ich irgendwie nicht so cool. Also, der sieht mir irgendwie. Weißt du, der hat dann so einen Koloss als Körper und dann so einen kleinen Kopf. Irgendwie. Und dann guckt er immer wie so ein, ja, wie so ein Milchbubi. Das ist irgendwie, nee. Hier, der Skeletor. Ich bin Skeletor und ich werde Grayskull einnehmen, He-Man. Du hast keine Chance. Ja, jetzt sei mal ruhig hier, ne? Jetzt habe ich zwei Skeletors. Das kann ja was geben, ey. Die bekämpfen sich irgendwann nochmal alle. Ich sag's euch. Genau. Nee, aber wie gesagt, den finde ich sehr cool irgendwie. Und mit dieser Skeletthand. Bei der Macht von Grayskull. Ah, nee. Falscher Charakter. genau. Dann sag ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Figur haltet. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Eure Tofina.